لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله بيت أتفس غويقا إن شاء الله تعالى damit wir. Ich freue mich und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Ni'ma, dass er uns hier versammelt hat in einem seiner Häuser, um ihn inshallah ta'ala für ein paar Momente zu gedenken. Ich werde bi'idhnillah ta'ala das Thema ansprechen, التوكل على الله, sich auf Allah subhanahu wa ta'ala zu verlassen. التوكل على الله. التوكل على الله اللي بالجشبسة bedeutet im Arabischen الاعتماد المطلق, dass man sich nur alleine auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt في جميع الأمور. الاعتماد المطلق على الله تعالى في جميع الأمور, من جلب المنافع أو دفع المضار. Dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala alleine verlässt in allen Angelegenheiten, seien es Angelegenheiten, die einen Nutzen bringen oder Angelegenheiten, die einen Schaden wegbringen. Das ist die Definition von Tawakkul. Tawakkul. Und liebe Geschwister, dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime, weil das leider in Vergessenheit geraten ist. Weil es in Vergessenheit geraten ist durch die materiellen Bindungen, die die Muslime heutzutage leider haben. Durch das materielle Denken, die die Muslime heute leider haben. Und durch auch die Integration durch diese materiellen Werte der Kuffar. Deswegen ist diese Sache in Vergessenheit geraten. Tawakkul ala Allah ist in Vergessenheit geraten. Man verlässt sich heutzutage nur, viele verlassen sich auf ihr Wissen, viele verlassen sich auf ihrem Reichtum, auf ihr Geld, auf ihr Besitz, viele verlassen sich auf ihre Kontakte, mit denen, die sie zu Menschen haben, und denken aber gar nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Und denken gar nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der die Befehle überhaupt ausüben kann. Denken gar nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala das alles gehört, was auf dieser Welt ist. Denken gar nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Befehlsform hat, kun, fayakun, sei und es wird. Weil wenn man dieses Denken hat, kun fayakun, weil man dieses Denken hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala der alleinige Subhanah, der alleinige König, der alleinige Befehlshaber, der alleinige Machthaber ist, dann hat man keine Angst vor allen anderen Sachen. Dann denkt man nur an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann denkt man nur daran, wie stelle ich diesen Herrn subhanahu wa ta'ala zufrieden? Wie erlange ich seine Zufriedenheit? Und nichts anderes. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir finden im Koran mehrere Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns das erklärt und uns damit anspricht. Erster Vers, den ich erwähne, inshallah ta'ala, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, eine Befehlsform an jeden Gläubigen. Eine Befehlsform an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und an jeden, der an Allah subhanahu wa ta'ala und an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, vertraue und verlasse dich auf Allah. Und wenn du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und auf Allah vertraust, was ist dann? Allah ist dir genüge. Dann reicht das. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch uns in mehreren Hadithen klar gemacht hat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ist und die ganze Welt ist gegen dich, wer verliert? Allah oder die ganze Welt? Die ganze Welt. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Und das zeigt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Vater, als Lehrer, als besten Menschen, als er Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma als junger Mann hinter sich auf dem Reittier hatte, sagte er ihm beibringend, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala im Kopf haben soll, dass man nur vor Allah subhanahu wa ta'ala Angst haben darf und dass man sich nur auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen sollte, sagte er, wa'alam, wa'alam, yani sei dir sicher und du sollst hundertprozentig wissen, wa'alam, an al-ummata law ijtama'at, yani die ganze Welt sich versammeln würde. Und wem bringt er das bei? Yani einen Kind. Abdullah ibn Abbas war ein Kind. Heutzutage, wenn wir das unseren Kindern beibringen, manche sagen dir, nein, du sollst deinen Kindern, weiß ich nicht, andere Sachen beibringen. Und wenn man das den Kindern beibringt, dann ist man radikal. Aber wenn man das den Kindern beibringt, schon in ihrem jungen Alter, dann wachsen sie auf mit Glaube. Dann wachsen sie auf mit Furcht vor Allah. Dann wachsen sie auf mit Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wachsen sie auf mit Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt er ihm? وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Und sei dir sicher, dass wenn die ganze Menschheit sich versammeln würde, um dir einen Schaden hinzuzufügen, dieser Schaden wird nichts bringen und sie würden dir auch keinen Schaden hinzukommen lassen können, erst wenn es Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Erst wenn Allah subhanahu wa ta'ala das so geschrieben hat. Und genau das Gegenteil. Wenn die ganze Menschheit, wenn die ganze Umma sich versammeln würde, um dir einen Nutzen zu geben oder um dir was Nützliches zu bringen, wallahi, das wird nicht passieren, erst wenn Allah subhanahu wa ta'ala das möchte. Deswegen, wenn man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, Allah ist dann dir Genüge. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Und verlasse dich. Auf wen kommen die Eigenschaften? Auf einen Menschen? Vertraust du und verlässt dich auf einen Menschen, der genauso wie du ein Mensch ist? Was ist der Unterschied zwischen dir und einem Menschen? Gar kein Unterschied. Ist genauso ein Mensch wie du. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat gewisse Eigenschaften. Was sind die gewissen Eigenschaften, die ihn subhanahu wa ta'ala ausmachen? Al-Hay alladhi la yamut. Der lebt und nicht stirbt. Alle Menschen leben zwar, atmen, aber es kommt ein Zeitpunkt, wo sie sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alayha fan. Alles, was auf ihr ist, alles, was auf der Erde ist, wird sterben. Wird ein Ende haben. Warum? Weil er es erschaffen hat, subhanahu. Wird ein Ende haben. وَيَبْقَى مَنْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bleiben wird nur er, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man sich auf den verlassen, der unsterblich ist. Ha? Der für immer lebt. Der diese Eigenschaften hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zu all seinen Gefolge, alle, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Vertraue auf Allah. Halte an Allah fest. Und dann sagt er weiter, فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Du bist auf der klaren, eindeutigen Wahrheit. Und das ist auch ein Vers, der zu allen Gläubigen spricht heutzutage. Alle diejenigen, die von allen bekämpft werden, von Kuffar bekämpft werden, von Munafiqin bekämpft werden, von manchen Muslimen, die islamische Namen tragen, die arabische Sprache sprechen, mit Islam sogar das für richtig erklären. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir im Koran, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Vertraue auf Allah und halte an Allah fest. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala beruhigt dich und sagt dir, فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Du bist auf der klaren, eindeutigen Wahrheit. Und solange du auf der eindeutigen, klaren Wahrheit bist, brauchst du keine Angst zu haben. Kein Problem.
Weil du bist auf der klaren, eindeutigen Wahrheit und du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala. Also, liebe Geschwister, vor allem alle Shabab, alle Jugendlichen, seien es weibliche oder männliche, haltet an Allah subhanahu wa ta'ala fest. Tawakkal ala Allah. Haltet an Allah subhanahu wa ta'ala fest. Vertraut auf Allah. Bidillah ta'ala, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. In diesem Vers macht Allah subhanahu wa ta'ala Tawakkul sogar als Grundvoraussetzung oder als Grundregel für Glauben. Allahu Akbar. Für das Glauben. Viele Menschen behaupten heute, dass sie glauben, aber vertrauen sie auf Allah? Verlassen Sie sich nur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und nicht auf Allah vertraust, dann ist dein Glaube nicht komplett. Dann ist dein Glaube nicht richtig. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَوَكَّلْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Und auf Allah subhanahu wa ta'ala sollt ihr vertrauen und auf Allah subhanahu wa ta'ala sollt ihr euch verlassen, wenn ihr gläubig seid. Das heißt, wenn ihr nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, und wenn ihr euch nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dann seid ihr nicht gläubig. Dann seid ihr nicht richtig gläubig. Und als nächstes nehme ich inshallah ta'ala, es gibt mehrere Versen aus dem Koran, aber unsere Zeit reicht nicht yani aus, dass man so viele Versen nimmt. Diese Versen, bi'inillah ta'ala, reichen aus. Einem Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der von Imam Ahmad und Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Majah überliefert wird, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß übersetzt, wenn ihr euch auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen würdet oder auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, so wie die Vögel. Guck mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt uns ein Beispiel mit was? Mit den Vögeln. Die Vögel vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala, vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn euer Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und dass ihr euch verlässt auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird euch Allah subhanahu wa ta'ala so wie die Vögel versorgen. Die Vögel, wer versorgt die? Haben die irgendeinen Arbeitsvertrag bei Siemens oder bei... Hä? Die haben keinen Arbeitsvertrag. Allah versorgt die subhanahu wa ta'ala. Die Vögel, die gehen morgens raus, hungrig. Magen, hörst du die Geräusche vom Magen, hä? Und abends kommen die wieder zurück, magenvoll. Wer hat die versorgt? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wenn unser Vertrauen, und wallahi, liebe Geschwister, darum dreht sich unser Problem heutzutage. Wir glauben zwar an Allah subhanahu wa ta'ala, aber unser Yaqin, unser Vertrauen ist nicht mehr so stark wie der Yaqin und das Vertrauen des Sahaba radhiyallahu anhu. Es gibt einen gewissen Zweifel. Oder wir gehen die Sachen an mit auf eine Art Probe. Ja, wenn es klappt, klappt. Wenn klappt, wenn es nicht klappt, dann hat es nicht geklappt. Aber die Sahaba sind die Sachen angegangen mit hundertprozentigem Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie helfen wird. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie geholfen. Deswegen gibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns dieses Beispiel. Wenn unser Glaube und unser Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala so stark wäre, dass wir wirklich nur auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen würden und wissen würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine der Versorger ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nämlich im Koran, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. Im Himmel ist euer Rizq, eure Versorgung und das, was euch versprochen wurde. Was heißt das? Das heißt, dass deine Versorgung, dein Besitz, alles schon festgesetzt ist. Jetzt kommt die Gegenfrage bei vielen, weil sie das falsch verstehen und denken, khalas, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Versorger, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Rizq, okay, wir schlafen morgens bis abends und Allah versorgt uns. Nein, das ist falsches Verständnis. Das ist falsches Verständnis, das ist kein richtiger Verständnis. Das ist kein Verständnis von einem Muslim. Islam ist die Religion der Arbeit. Islam ist die Religion des Machens, des Tun. Und nicht das Schlafen. Und deswegen sehen wir, die Sahaba haben getan, haben gearbeitet. Ihnen war nichts zu schade.
Sie haben die Welt erreicht mit Islam. Haben die das mit E-Mails und SMS geschafft? Nein, sie haben sich auf Reittieren, manche zu Fuß, sind losgegangen fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu verbreiten. Und haben dafür das Billige und das Kostbare geopfert. Und das sehen wir an den Sahaba online. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie ganz hoch gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie von Kameltreibern zu Weltführern gemacht. In einer kurzen Zeit. Deswegen müssen wir wieder zurückkehren zu diesem Verständnis der Sahaba. Wir müssen als allererstes auf Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Wissen eineignen, dass wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala fest glauben. Und dann müssen wir tun. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, und tut und macht. Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was ihr tut und was ihr macht. Deswegen müssen wir machen. Und wenn wir machen, diese Asbab machen und tun, dann bekommen wir diese Versorgung, die für uns geschrieben ist. Das heißt, du sollst nicht schlafen. Du sollst arbeiten. Du sollst machen. Und dann bekommst du das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben hat. Und dieses Asbab machen, Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich dazu, diese Asbab zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Taysir und macht dir diese Sachen leicht, um diese Asbab zu machen. Und sei dir sicher, egal was du machst, auch wenn du 60 Jahre lang, das muss man sich sicher sein. Selbst wenn du 60 Jahre lang von morgens bis abends arbeiten würdest, wallahi, du würdest nicht erreichen, nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben hat. Ar-Rizq. Hat Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben, du wirst in 60 Jahren 50.000 Euro verdienen, wallahi, dann wirst du nicht mal einen Cent mehr verdienen. Auch wenn du den Tag mit Tag mit Nacht zusammentust. Und genauso, wenn du auch nicht viel tust, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir geschrieben, dass du so und so viel verdienst, dann wirst du nur das verdienen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben hat. Und das sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, sagt er, es wird keine Seele sterben, hatta tastakmila rizqaha, bis sie ihren Rizq vollendet. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben hat, dass du noch 1 Euro verdienen musst, wallahi, du wirst nicht sterben, erst wenn diese 1 Euro noch verdient wird. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir geschrieben hat, weil diese Sachen sind festgesetzt, dass du in Somalia oder in Marokko oder in Tunesien sterben wirst, da kannst du 40 Jahre in Deutschland leben, es kommt ein Sebab, in dem du in diesem Land gehst und dann dort sterben wirst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, dass du dort sterben wirst. Also, diese Sachen, was sagen uns diese Sachen? Mach dir nicht viel Sorgen. Mach dir nicht viel Gedanken. Mach deinen Kopf nicht kaputt wegen Geld. Mach deinen Kopf nicht kaputt wegen Tod. Yani wegen wo sterbe ich oder wo lebe ich. Sondern mach dir lieber Gedanken, was ist nach dem Tod? Wo wird mein Zuhause nach dem Tod sein? Habe ich Allahs Zufriedenheit und Allahs Wohlgefallen in diesseits erlangt? Habe ich mein Leben auf Allahs Weg gelebt oder auf dem Weg von Shaitan? Werde ich, wenn ich sterbe, ins Paradies kommen und mich dort vergnügen mit all das, was im Paradies ist, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat? فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Im Paradies ist das, was noch nie ein Ohr zu hören bekommen hat und noch nie ein Auge gesehen hat und selbst noch nie ein Gedanke gedacht hat. Allahu Akbar. Ja, egal wie krass du denkst, hä? Was für krasse Gedanken du hast, hä? Denkst du an Ferrari, an Frauen, an Geld, an Gold, egal was du denkst, wallahi, alles übertrifft das. Alles übertrifft das im Paradies. Und genauso in der Hölle, wal'iyadu billah. Das übertrifft genauso deine Vorstellungen. In der Hölle, wal'iyadu billah, was dich da erwartet, wenn du nicht Allahs Weg gefolgt bist, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Von Feuer, der dich verbrennt. Von Eiter, den du trinkst, wal'iyadu billah. Von Zakum, yani von Bäumen aus Draht, dass dein Essen ist, wal'iyadu billah.
du wirst verbrannt. Und deine Haut, wenn die fertig gebrannt ist, dann bekommst du eine neue Haut, damit du wieder verbrannt wirst. Und das für immer und ewig. Denk an diese Parallelen. Denk an das Vergnügen im Paradies. Denk an das Zusammenleben mit den Sahaba Ridwanullah alayhim. Wünschst du dir, mit Abu Bakr zusammen zu sein? Hast du Sehnsucht nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hast du Sehnsucht nach Abu Bakr? Hast du Sehnsucht nach Umar? Hast du Sehnsucht nach Uthman? Hast du Sehnsucht nach Ali? Hast du Sehnsucht nach Khalid ibn al-Walid? Hast du Sehnsucht nach Hamza radiallahu anhu? Hast du Sehnsucht nach Usama ibn Zayd? Dann leb so, wie die gelebt haben. Dann mach das, was sie gemacht haben, dann wirst du bi'idhnillahi ta'ala mit denen zusammen sein. Deswegen sagt Anas ibn Malik radiallahu anhu ardah, er sagte, es gab nichts, was mich mehr erfreut hat oder was die Sahaba mehr erfreut hat, als die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Allahu Akbar. Al-mar'u ma'a man ahab. Derjenige ist mit denjenigen, die er liebt. Und dann sagt Anas radiallahu anhu ardah, und wallahi, ich liebe den Propheten und Abu Bakr und Umar, und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich mit dieser Liebe mit ihnen zusammen im Paradies lässt. Also, liebe Geschwister, liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebt die Sahaba radiallahu alaihim. Genauso die Frauen. Habt ihr Sehnsucht nach Khadija radiallahu anha, Ummul Mu'minin, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt hat, die an der Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Habt ihr Sehnsucht nach Sumayya radiallahu anha, die erste Märtyrerin im Islam? Habt ihr Sehnsucht nach Aisha radiallahu anha? Habt ihr Sehnsucht nach Hafsa radiallahu anha? Habt ihr Sehnsucht nach Umm Salama radiallahu anha? Dann macht, dann lebt so wie diese Sahabiyat. Dann seid so wie diese Sahabiyat. Dann werdet ihr bi'idhnillahi ta'ala auch mit denen im Paradies zusammen sein. Und die Liebe ist keine Aussage mit dem Mund. Weil wenn man jemanden liebt, dann versucht man ihm nachzumachen. Hä? Dann versucht man ihn nachzumachen. Wir sehen heutzutage, die Menschen nehmen sich Menschen als Idole und als Vorbilder. Und was für Menschen? Die einen nehmen sich Fußballer als Vorbilder, der andere nimmt sich Schauspieler als Vorbilder, die anderen nehmen sich Models als Vorbilder, Sänger. Und dann siehst du, je nachdem wie groß die Liebe ist, machen sie die nach. Stimmt oder stimmt nicht? Der eine zieht sich so an wie der eine geht wie der. Wallahi, manche die gehen, subhanallah. Yani das, jeder kann sich erinnern an alte Zeiten. Yani, subhanallah, selbst das Gehen, selbst das Reden, die Wörter, die man nimmt, sogar man redet so wie die. Ha? Die Frisuren und so weiter und so fort. Und deswegen, Liebe ist nicht eine Aussage, die man nur mit dem Mund macht, sondern Liebe muss man unter Beweis stellen. Liebst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann halt dich an seinem Weg. Dann mach das, was er dir befohlen hat. Dann leb so, wie er gelebt hat. Lebst du die Sahabiyat radiallahu anhunna, dann mach das, was die Sahabiyat radiallahu anhunna gemacht hat. Hä? Liebt ihr die Sahaba radiallahu alaihim, die Shabab, sollen sich Vorbilder nehmen, Shabab als Vorbilder nehmen. Ali radiallahu anhu, ein junger Mann, der aber schon eine große Verantwortung im Islam übernommen hat. Nehmt euch solche Vorbilder, liebe Geschwister. Ali radiallahu anhu, ihr kennt vielleicht die Geschichte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er die Ausreise gemacht hat, von Mekka nach Al-Madina, bi Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, wen hat er zu Hause gelassen? In seinem Bett schlafend. Wer hat sein Leben riskiert für den Islam? Hä? Wer hat sein Leben riskiert? Nein. Der Freund, wer? Masha'Allah, Masha'Allah. Wie heißt du? Shu'aib. Masha'Allah. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, jazakum salihin. Ali radiallahu anhu ardah. Ein sehr junger Mann war das. Der erste Junge, der den Islam angenommen hat. Was hat er gemacht? Schon in so einem jungen Alter, der für uns als Kind zählt, hat schon sein Leben geopfert fi sabilillah. Hat sich in dem Bett von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schlafen gelegt und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist die Reise angetreten nach Medina.
Wisst ihr, was die Kuffar mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vorhatten in diesem Moment? Sie wollten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam töten. Sie haben sich gesammelt, mehrere von jedem Stamm jemanden, und dann wollten die, während Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am Schlafen ist, dass sie reingehen und jeder haut ihn mit seinem Schwert und tötet ihn, damit das Blut in den Stämmen der Araber sich verbreitet und damit der Stamm von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht den Blut von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fordern kann. Was für eine Shaitan-Idee. Was macht Ali radiallahu anhu? Riskiert sein Leben. Heute würde man sagen, hä? Sterben? Ah, ich habe noch viel vor, ich will noch Abitur machen, ich will noch studieren, ich will noch einen Benz fahren, ich will noch heiraten. Aber Ali radiallahu anhu, was? Alles für den Islam ist billig. Für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, für Allah subhanahu wa ta'ala, ist nichts wertvoll. Das Wertvollste ist billig. Hat sich dahingelegt. Und hat sein Leben riskiert. Warum? Jetzt kehren wir wieder zurück zu unserem Thema, den wir am Anfang angesprochen haben. Tawakkul ala Allah. Hat auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Er war sich sicher, khalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, khalas, keine Angst. Auch wenn das mein Leben kostet. Und das zeigt diesen Yaqin von den Sahaba, radiallahu alaihim, liebe Geschwister. Und deswegen müssen wir uns diese Leute als Vorbilder nehmen. Sumayya radiallahu anha wa ardaha, Abu Jahl, Al-Mal'un. Guck mal, subhanallah, liebe Geschwister, das macht mich wirklich immer wieder, bringt mich immer wieder zum Nachdenken. Dem einen sagen wir, Allahs Segen auf ihn. Und der andere sagen wir, Allahs Fluch auf ihn. Der eine hat Allahs Segen verdient, weil er Allahs Weg gefolgt ist. Und der eine hat Allahs Fluch verdient, weil er nicht Allahs Weg gefolgt ist. Sumayya radiallahu anha. Kennt ihr die Sahabiya Sumayya radiallahu anha? Sie ist in die Geschichte des Islams gegangen als erste Märtyrerin. Erste Frau, nicht erste Mann, erste Frau. Sumayya radiallahu anha. Sie wurde gefoltert von Abu Jahl. Mitten in Mekka. Zu der Zeit, wo es heiß ist, wurde sie gekreuzigt und wurde gepeitscht, wurde geschlagen, wurde angespuckt. Hä? Für was? Weil sie kein Geld gezahlt hat? Nein. Ihre einzige Sünde, ihr einziger Fehler war, dass sie La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gesagt hat. Das war ihre einzige Sünde. Und deswegen wurde sie geschlagen. Und deswegen wurde sie gefoltert. Und was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Einzige Sache, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat, deswegen, liebe Geschwister, Islam verspricht euch nicht Geld oder Reichtum. Hä? Islam verspricht euch Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits. Selbst in so einer Situation fühlst du dich glücklich. Selbst in der Situation von Folter und Schläge fühlst du dich glücklich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Sakina und eine Tumanina in deinem Herz gibt. Eine Ruhe. Du spürst das nicht. Deine Haut wird vielleicht geschlagen, aber im Inneren, du fühlst die Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immer, wenn er Bay'a gemacht hat, wenn der Eid gegeben wurde, was hat er gesagt? Hat er denen gesagt, ja, wenn ihr mich beschützt, meine Religion annimmt, dann bekommt ihr eine Million oder dann bekommt ihr 5 Kilo Gold oder gute Reittiere oder ich gebe euch ein Stück Land. Nein. Immer war sein Versprechen Lakumul Jannah. Warum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verbindet die Leute immer mit dem Ziel. Immer mit dem Ziel. Lakumul Jannah. Das Paradies. Und das sehen wir genauso bei Sumayya radiallahu anha. Sie wird gefoltert, geschlagen. Und dann wurde sie getötet am Ende. Und dann ist sie zu Allah subhanahu wa ta'ala als gläubige Muslime gegangen. Das schönste Tod. Und was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihr? Er geht da durch, läuft da durch und sagt, Sabran ala Yasir. Geduldig, geduldig, ala Yasir. Familie Yasir. Fa inna maw'idakumul Jannah. Das, was ich euch versprechen kann, ist das Paradies. Ihr habt das Paradies. Und das hat dann ihre Ruhe reingebracht. Dann war, wenn sie das Wort gehört haben, khalas. Und deswegen, das muss wieder in unseren Köpfen rein, liebe Geschwister. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist Allahs Wohlgefallen. Allahs Zufriedenheit.
und Allahs Zufriedenheit, Allahs Wohlgefallen können wir nur erreichen mit Tawakkul ala Allah, mit Yaqeen und Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, uns muss sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala der alleinige Versorger ist und der einzige, der subhanahu wa ta'ala alles in seiner Macht steht. Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige, der gesund macht. Das heißt, wenn du krank bist, natürlich kann man Asbab machen, zum Arzt gehen und so weiter und so fort. Aber wer ist derjenige, der gesund macht? Allah subhanahu wa ta'ala. Suche Zuflucht bei Allah. Mach Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich heilen. Es ist nur eine Frage des Glaubens, eine Frage des Yaqins, eine Frage des Vertrauens. Wenn man wirklich hundertprozentig auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch jemanden aus diesen Problemen, aus diesen Situationen, aus dieser Klemme, bi'idhnillahi ta'ala, helfen. Liebe Geschwister, einige Beispiele aus dem Koran, die uns klar machen, wie die besten Menschen, die Propheten, radwanullahi alayhim, wa salatullahi wa salamu alayhim, auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut haben. Hud alayhi salam, der Prophet Hud. Der Prophet Hud, als er zu seinem Volk kam und mit ihnen Da'wah gemacht hat, sie zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen hat. Die übliche Reaktion aller Völker ist immer, dass sie gegen der Da'wah sind. Und dass sie die Leute der Da'wah verfeinden. Das ist eine Sunnah, das ist ganz normal. Dass sie die Leute der Da'wah verfeinden und dass sie ihnen den Krieg erklären. Und so, genau so war das auch bei Hud alayhi salam. Sie sagten, قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Sie sagten, Yahud, du hast uns nichts Besonderes gebracht. Du hast uns auch keinen Beweis gebracht. Wir denken, dass du durchgeknallt bist, dass du verrückt geworden bist. Und das ist ein Zeichen unserer Götter. Unsere Götter haben dir was Schlechtes gemacht, weil du gegen unsere Götter bist. Was sagte er dann voller Stolz und voller Stärke, obwohl alle gegen ihn sind? Und deswegen, liebe Geschwister, das muss auch in unseren Köpfen rein. Egal, selbst wenn alle gegen dich sind, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist bei dir, bist du der Stärkste. Vertraue auf Allah. Und sei nicht schwach und sag nicht, ja, in der Schule wollen sie nicht das, auf der Arbeit wollen sie nicht dies, meine Familie ist gegen mich, dies und das. Wir haben noch gar nichts erlebt. Im Gegensatz zu das, was die anderen erlebt haben, was die Sahaba radhiyallahu alayhim erlebt haben. Und deswegen sagen genauso die Sahaba radhiyallahu alayhim, einmal kamen die zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja Rasulallah, das wird uns alles jetzt langsam zu viel. Diese Folter, dieser Stress, diese Adab, das wird uns alles zu viel. Und Allah lana, mach Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg macht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lag. Und dann saß er sich hin bei Abi Huwa Ummi sallallahu alaihi wasallam und wurde sauer und sagte, Wallahi, sagte vor euch, die Völker vor euch, einer von ihnen haben sie gebracht und den haben sie in zwei getrennt, durchgesägt. Zwischen seinen Knochen und seinen Nerven, mit einer Säge, durchgesägt. Von oben nach unten. Und das hat ihn nicht von seiner Religion abgebracht. Und dann sagte er, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Also sagte er, dass du Sahaba, die getötet wurden, die gefoltert wurden und geschlagen wurden. Wir haben heute noch gar nichts erlebt. Noch keine Schläge kassiert für Allah subhanahu wa ta'ala. Noch nicht getötet für Allah subhanahu wa ta'ala. Noch nichts. Und wir heulen schon und weinen schon. Uns alles zu viel. Probleme, dies, das. Aber Rasulullah s.a.w. sagte, ihr habt es eilig. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Deswegen müssen wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und sei dir sicher, dass all das, was passiert, Wallahi, du wirst dafür belohnt. Subhanallah, all das, du wirst dafür belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, da ist nichts umsonst. Und dein Glauben wird dadurch stärker. Und dein Iman wird dadurch stärker. Und dein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala wird mehr. Und deswegen sehen wir Hud alayhi salam. Alle waren gegen ihn. Und haben ihn fertig gemacht, haben sich lustig über ihn gemacht und über seine Religion. Und über seinen Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was war seine Antwort? Seine Antwort war,
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. سبحان الله. Guckt mal diese Bara'a, dieses Losheißen und Lossprechen von Schirk und von den Mushrikin. إني أشهد الله. Ich mache Allah subhanahu wa ta'ala als meinen Zeugen. Darauf, auf was? Dass ich mich losheiße von euch und von das, was ihr anbetet, statt Allah subhanahu wa ta'ala. Vor eurem Schirk. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. So plant, was ihr wollt gegen mich. Und warnt mich nicht. Und dann warum? Warum hat er keine Angst? Warum ist er so trotzig? Warum ist er so stark? Warum hat er so einen Auftritt ohne Angst? إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله. Ich verlasse mich auf Allah. Ich vertraue auf Allah. Rabbi wa Rabbikum. Mein Herr und euer Herr, ob ihr wollt oder nicht wollt. Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabba. Alles das, was er erschaffen hat. All das, was auf der Erde läuft. Ma min dabba. Illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Er hat die Befehle auf alles, was lebt, sinngemäß übersetzt. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Prophet Ibrahim a.s. Wir kennen die Geschichte von Ibrahim a.s. Liebe Geschwister, wenn wir diese Geschichten erzählen, das sind nicht so tausend einer Nacht Geschichten, damit die Leute unterhalten werden oder damit die Leute vom Schlafen gehen sich das anhören, sondern aus diesen Geschichten müssen wir Lehren nehmen und yani Sachen lernen und dann auch praktizieren. Ibrahim a.s., jeder kennt die Geschichte von ihm. Was war seine Strafe dafür, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen hat? Jazakallahu khair. Seine Strafe war, dass sich alle gesammelt haben, nachdem er mit ihnen, deswegen liebe Geschwister, so, das ist der Weg der Da'wah. Das ist der richtige Weg der Da'wah. Wenn du nicht geprüft wirst auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf dem Weg der Da'wah, dann sei dir sicher, dass du irgendwas falsch machst. Dass dein Weg falsch ist. Wallahi, sei dir sicher. Warum? Weil selbst die besten Menschen, die die Da'wah die auf beste Art und Weise ausgeübt haben, wurden geprüft. Wurden gefoltert. Und das sehen wir bei Ibrahim a.s. Er hat mit ihnen Da'wah gemacht. Hat ihnen erklärt, Allah subhanahu wa ta'ala so, das sind die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, hat den mit der Sonne, mit dem Mond, hat ihnen Zeichen, yani auf logische Art und Weise mit ihnen diskutiert, auf ruhige Art und Weise. Und so wie es immer ist, hat das den Leuten der Batil, des Batils, der Unwahrheit nicht ausgereicht. Hat nicht ausgereicht. Was war dann die Strafe für denjenigen, der weiterhin an die Wahrheit hält? Und für denjenigen, der weiterhin zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und zu der Wahrheit aufruft, Strafe ist wie immer, haben sich alle gesammelt, der Typ ist uns zu gefährlich, der macht uns Stress, der klärt die Leute auf. Das ist ein heutiger Begriff, wäre, er ist ein Terrorist. Also, was machen wir? Wir verbrennen ihn. Vor den Leuten haben sie ein großes Feuer gemacht. Es wird beschrieben, dieses Feuer, dass selbst wenn Vögel von oben geflogen waren, sie runtergefallen sind, weil das Feuer so hoch war. Und sie konnten ihn nicht da reinwerfen oder reinlegen, sondern sie mussten ihn in so einen Schleuder reintun und reinschleudern. Was hat, als Ibrahim a.s. das Feuer gesehen hat, haben die Beine gezittert, hat er gesagt, oh, nee, ist okay, ich habe mir das anders überlegt. Doch nicht. Wir können doch ein bisschen handeln. Wir können ein bisschen diskutieren.
Wir können uns irgendwie nahe kommen. Nein. Standhaftigkeit. Gefestigt auf seiner Religion geblieben. Und vertraute auf Allah. Vertraute auf Allah. Ihm war alles egal. Deswegen wird auch überliefert, Jibril kam zu ihm und sagte, ja Ibrahim, ich wurde zu dir geschickt. Kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Dann sagte er, von dir will ich keine Hilfe. Minka? La. Amma min Allahi fana'am. Von Allah ja, aber von dir nicht. Von Jibril. Was war seine Aussage? Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Was heißt Hasbuna Allah wa ni'mal wakil? Allah ist uns genüge. Ha? Und wa ni'mal wakil. Und er reich, wer ist der Beste? Sachwalter. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Und deswegen jeder, der in Problemen ist oder der geprüft wird, sollte sich Ibrahim a.s. als Vorbild nehmen. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمْ أُسْوَ حَسَنْ. Sollte sich Ibrahim als Vorbild nehmen und sagen, حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Warum? Weil die Antwort kommt prompt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah die Genüge ist und Allah dein Sachwalter ist, Verwalter ist, dann Allah wird dir auch helfen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dann? قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا. Wer hat das Feuer erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. قلنا. Wir haben dann gesprochen. Wir haben dann den Befehl ausgegeben. يا نار. Feuer. كوني بردا. Sei. يعني was ist Eigenschaft von Feuer? Ist heiß und verbrennt. Ist Eigenschaft von Feuer, ist normale Eigenschaft von Feuer. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt jetzt seinen Befehl, diese Eigenschaft soll es nicht geben. Gegenteil, Bardan soll kühl sein. Und die Gelehrten sagen, und weiter Salama, weil wenn er gesagt hätte nur Bardan, dann wäre er erfroren. Wa salaman, yani friedlich und ertragend soll sie ihn das machen. Und da lag er da. Feuer brennt, aber er spürt das nicht. Warum? Heutzutage, wenn das nicht der Koran wäre und wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und an seinen Koran, dann könnte man sagen, ey, der Typ, der erzählt da Märchen. Hä? Der erzählt Märchen. Aber so, weil die Vertrauen hatten auf Allah subhanahu wa ta'ala, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen in solchen Situationen geholfen. Für die Frau, Hajar, die Frau von Ibrahim a.s. Als Ibrahim a.s. sie nach Mekka gebracht hat und sie mit ihrem Säugling Ismail in der Hand hatte und er hat sie dann da sitzen lassen und wollte wieder zurück. Und seine Frau, so wie die Frau ist, haltet sich an ihn fest. Wohin, ihr Ibrahim? Wohin? Willst du uns alleine lassen? Und er geht weiter, will weitergehen. Willst du uns alleine lassen? Willst du uns alleine lassen? Und dann hat sie verstanden. Und das sind die Frauen, die wirklich verstanden haben, worum es geht. Und da müssen auch unsere Frauen dieses Verständnis bekommen, inshallah ta'ala. Sie hat dann gesagt, ja Ibrahim, ist das ein Befehl von Allah? Khalas, eine Frage. Ist das ein Befehl von Allah? Er sagte ja. Dann sagte sie, idhan la yudayyi'una. Dann wird er uns nicht vernachlässigen, sondern wird bei uns sein, sondern wird uns versorgen. Und da seht ihr die Vertrauen, weil sie Glauben hatte, weil sie Glauben in Allah subhanahu wa ta'ala hatte. Eine Frage, vorher diese natürliche Frauensache, diese Angst, bleibt in der Wüste ganz alleine, kein Mensch mit einem Baby, mit einem Säugling. Was willst du machen? Willst du uns alleine lassen? Willst du uns alleine lassen? Ist das ein Befehl von Allah? Ja. Khalas, kein Problem. Dann wird er uns versorgen. Und dann seht ihr auch, dass sie dann auch Allah subhanahu wa ta'ala versorgt hat. Und dann hat er Wasser gegeben, Semsem, bis heute
nicht ausgetrocknet. Ja, Millionen Menschen, Milliarden Menschen trinken davon. Seht ihr? Ummuna Hajar. Und das, daraus sollten die Frauen auch eine Lehre entziehen, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dass man auch den Mann und den Ehemann auf dieser Basis auch hilft, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen. Und keine Sorge trägt für die Dunya. Und den Mann auch keinen Stress machen sollte wegen der Dunya. Wenn der Mann sich bemüht und sich kümmert um die Versorgung, dann sollte man auch auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und man sollte dann keinen Druck machen und den Mann nicht dazu bringen, wal'iyadu billah, sogar haram zu machen, damit die Frau zufriedengestellt wird, damit die Frau, weiß ich nicht, teure Möbel oder Gold oder was weiß ich was haben kann. Und jetzt nehmen wir Sayyid al-Mutawakkilin als Beispiel. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Hijra gemacht hat, von Mekka nach Al-Madina ausgereist ist, kennt die Geschichte? Als er in der Höhle war, mit Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, war er in der Höhle mit ihm. Abu Bakr hatte keine Angst um sich, sondern hatte Angst um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt ja Rasulullah, لو أن أحدهم أبصر تحت قدمي, wenn irgendjemand von denen unter seinen Schuhen gucken würde, würde er uns sehen. Was sagt derjenige, dessen Herz voller Vertrauen auf Allah subhanahu mit Allah subhanahu ta'ala ist? Sagt ja Abu Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Ja, Abu Bakr, was denkst du von zwei, deren Dritter ist Allah? Und dann sagt er, inna Allah ma'ana. Er war sich sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ist, dann brauchst du keine Angst zu haben. Und die Sahaba radhiyallahu anhum mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuletzt als Beispiel, inshallah ta'ala. Die Sahaba radhiyallahu anhum auf einer Schlacht, als sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und waren, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt das im Koran. Er sagt, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس denen, so wie heutzutage wird oft gesprochen, قال لهم الناس, die Leute sagen zu denen, إن الناس قد جمعوا لكم, die Menschheit hat sich gegen euch versammelt. Ja, die Leute haben sich gegen euch zusammengetan und haben sich für euch vorbereitet, haben alles vorbereitet. Fachschauhum, so hat Angst vor ihnen. Was ist aber die Reaktion von den Leuten, deren Herzen voll mit Iman ist? Was ist die Reaktion von den Leuten, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, die sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen? Fa, sofort, fa, fazadahum imana. Ihr Glaube ist dadurch mehr geworden, stärker geworden. Und das soll die Reaktion auch bei euch sein, liebe Geschwister. Fazadahum, keine Angst, fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Und ihre Aussage war hasbunallahu wa ni'mal wakil. Was haben sie dann gehabt? Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Sie haben dann eine Ni'ma, yani Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, wa fadl und Lohn. لم يمسسهم سوء, und ihnen ist nichts Schlechtes passiert, واتبعوا رضوان الله, und sie haben Allahs Weg gefolgt, والله ذو فضل عظيم. Liebe Geschwister, wir brauchen diese Tawakkul auf Allah in jeder Lebenssituation von uns. Wir brauchen diese Tawakkul auf Allah in der Dunya, in Dunya Angelegenheiten und in Akhira Angelegenheiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Wer sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, Allah ist ihm genügend. Deswegen, liebe Geschwister, meine Nasiha in erster Linie an mich und dann an euch, vertraut auf Allah.
vertraut auf Allah, verlässt euch auf Allah und Allah subhanahu wa ta'ala ist euch ausreichend. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خير.